Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSB Realism Overall Real Progression 1 Real Scale Solar System Let's Plays. Was geht? Wir haben hier unsere Ascent Guidance, die steht auf 160 Kilometer. Wir fliegen einfach dahin, wo es uns treibt. Und ja, ich würde sagen, wir checken mal kurz aus. Stop at Stage 2, das wäre die hier. Danach gibt es nur noch das Decoupeln von Front und Heck und dann natürlich den Fallschirm. Und ich würde mal sagen, wir können das Ding mal durchstagen lassen. Ich hoffe, dass alles läuft. Wir engagen den Autopilot. Wir machen hier an der Seite mal zu. Dann können wir später ausschalten. Und dann würde ich sagen, let's go. Sehr schön. Ein ziemlich unproblematischer Start. Jetzt geht es nur darum, dass der Spaß auch all das tut, was er tun soll. Und sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir machen erstmal richtig Dampf. Das ist noch eine kleine Rakete. Da können wir mal noch reinzwiebeln. Ich finde es ganz schick. Vor allem, wir bauen sehr schnell Geschwindigkeit auf. Das ist sehr gut für uns. Wir werden auf 20 Kilometer Höhe ungefähr die Booster decoupeln, sogar ein bisschen weiter oben. Sieht sogar aus, als wäre es nicht nur ein bisschen weiter, sondern ziemlich viel weiter. Das ist schon mal nicht schlecht. Mittlerweile haben wir eine Downrange hier von 5 Kilometern. Was ist da denn passiert? Ach so, das war unsere untere Stage. Alles gut. Gerade eben kurz gedacht, was ist denn jetzt los? Oh nein. Was ist da denn passiert? Wir checken mal aus, was jetzt so als nächstes alles passiert. Weil ich glaube, es gab eine Fehlzündung. Schauen wir mal ganz kurz. Total Runtime. Ignition. Aha. Okay, wie sieht es jetzt aus? Ach, guck mal, der hat sich einen Manöverpunkt gesetzt. Das finde ich ja nice. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Oh, fuck. Reach an altitude of 200 Kilometers. Das habe ich verkackt. Ich bin irgendwie bei 160 Kilometer gewesen. Naja, wir gucken mal, was er so treibt. Na, das interessiert mich jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Entzündet an der Stelle jetzt RFS. Okay. Warum nicht die Stage? Okay, das lief ja mal komplett für den Arsch. Auf Start zurücksetzen. Sorry, Leute, also da ist ja mal gerade alles schief gegangen. Also das ist ja ganz, ganz wild. Aber das passen wir an. Das ist kein Stress. Das ist kein Stress. Dafür müssen wir jetzt nur unsere Ascent Guidance auf... Ja, wir setzen sie mal auf 210 Kilometer. Engage Autopilot. Dann wird das wieder zugeklappt. Zack. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt keine Fehlzündung gibt.
sondern alles ordentlich fliegt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, ich weiß. Machen dreifache Beschleunigung bis kurz vorm Staging. Müssen uns hier jetzt nicht wieder alles in Normalgeschwindigkeit reinziehen. So, das Schlawiner sind weg. RFS wird aktiviert. Okay, das scheint ja jetzt zu funktionieren. Den treibt's aber ganz schön, ey. Ja, diesmal funktioniert's. Sehr schön, sehr schön. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber dass der sich jetzt schon so stark ausrichtet, ist, glaube ich, Absicht. Jetzt bin ich auch mal echt gespannt. Wie viele Kilometer haben wir denn mittlerweile jetzt schon zusammen? 42, 43, 44. Oh, es geht jetzt schon relativ zügig hoch. Du läufst. Sehr schön. Mastspektrometer nimmt sogar noch ein paar Wissenschaftspunkte mit. Biological Sample Capsule ist auch am Schaffen. So, jetzt bin ich gespannt. Da kommen wir doch jetzt hoffentlich mal über Ländereien drüber, die uns noch nicht bekannt sind. So, und jetzt kommt die letzte Stage gleich. Mal hoch, Junge. Wir müssen noch die 200 Kilometer knacken. Apoaps, es muss hoch. Wir müssen über 200 Kilometer, Mensch. Jetzt mach hier mal nicht so Faxen. Hier, jetzt 200 Kilometer überschritten. Menschenskinder. So. Und 224 Kilometer. Also ich weiß nicht, ob wir weit genug kommen, bin ich jetzt immer ehrlich. Das... Also mit 3000 Meter pro Sekunde, das ist zwar schon ein gutes Stück, das wir hier zurücklegen. Bei knapp 200 Kilometern Höhe. Aber wir werden langsamer, ne? Also schon tricky. Spul mal vor. Ja, wir sind noch nicht out of electric charge. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch noch schneller. Ja, also, wir sind jetzt am höchsten Punkt. Also, wir werden, glaube ich, die 600 Kilometer auf jeden Fall knacken. Aber die 3000 Kilometer, die sicherlich noch nicht. Ja, spulen wir mal noch ein bisschen vor. Jetzt kommen wir gleich in die Atmosphäre. Dann geht eh das Vorspulen zurück. Und die 600 geknackt. Sehr schön. Gut, dann muss ich jetzt Ascent Guidance ausschalten. Weil wir müssen uns jetzt per SAS rückläufig ausrichten.
bevor wir richtig in die Atmosphäre reinkommen, weil ich habe eine Idee. Ich bin gespannt, ob das hier aerodynamisch tatsächlich genauso wirkt, wie es aussieht. Weil dann decouple ich das Ding erst, wenn wir schon hart Geschwindigkeit verloren haben. Dann kriege ich die hier vielleicht endlich mal auf den Boden. Ja, ist ja gut. Sehr schön, dann machen wir hier mal noch. Einfach, weil wir es können. Ein bisschen Gegenschub. Bringt zwar nicht sonderlich viel, aber... Ne, Hauptsache was gemacht. Wie viele Kilometer haben wir jetzt gemacht? Ja... Fast 9000. Und jetzt kommt die erste Atmosphärenschicht. Ah, jetzt müsste es gleich Hitze. Ja. Oh, hoffentlich scheppert mir das nicht so hart um die Ohren. Oh. Schade. Es hat alles zerlegt. Es hat es komplett zerlegt. Ich krieg die scheiß Biological Sample Capsule einfach nicht auf den Boden. Ich sag's euch so, wie es ist. Das Ding, das ist auf ewig irgendwo, aber nicht da, wo es hingehört. Oh, da regnet es gleich noch Bruchstücke. Da fliegt irgendwas ganz schön quer durch die Gegend. Aber wir sind ganz schön weit gekommen. Muss man mal so anmerken. So, jetzt spulen wir mal noch ein bisschen vor. Oh, und ich glaube, wir wassern sogar. Ja, war vielleicht ein bisschen early. Naja. So, und da können wir den Trümmerregen uns anschauen. Ah. Rums, rums. Und das war die Avionics. Und da hinten geht der nächste runter. Ich bin ja schon auf vierfacher Geschwindigkeit. Ja, ey, sorry Leute. Die Fallschirme sind echt ein Overkill. Aber die sind ja eigentlich auch für was Größeres ausgelegt gewesen. Es hat sich leider nur verabschiedet, bevor wir es so nutzen konnten. Ja, wir kommen mal auf dem Wasser auf. Das ist sehr schön. Da hätte ich mir fast überlegen können, das einfach so eintauchen zu lassen, weil das ja wirklich stark von der Geschwindigkeit reduziert wird. Aber gut, was haben wir aus dem Flug rausgefunden? Wir sind wie weit gekommen? 982 Kilometer. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist tatsächlich schon mal nicht schlecht. Aber zeigt uns auch, dass wir einfach noch nicht genug Wumms haben. Uns fehlt der Wumms in der Höhe, um viel Geschwindigkeit aufzubauen. Also muss ich im Prinzip die Upper Stage komplett überarbeiten. Wow. Normal Recovery. Dann gehen wir jetzt direkt mal wieder ins Auftragszentrum. Wir müssen uns jetzt richtig Kohle zusammenschaffen, dass wir eben die Engine freikaufen können für 143.000. Was komplett weltfremd ist, wie viel Kohle die kostet. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt sogar schon, weil wir haben 213.000. Vielleicht kriegen wir da schon ein bisschen was raus. Wäre natürlich nicht schlecht, weil wir können hier jetzt was Neues reinhauen. Da müssen wir halt gucken, was ist das?
360 Kilometer. Ja, das ist alles so. Es gibt im Abschluss halt sau viel. Aber hochgerechnet bin ich da bei ein bisschen unter 70. Und hier bin ich bei über 70. Da bin ich sogar bei über 80. Und wir haben gerade rausgefunden, dass wir 520 Kilometer ganz gemütlich schaffen. Dementsprechend nehmen wir auf jeden Fall den an. Dann haben wir hier 253.000. Ist schon mal nicht schlecht. Die Carmen Line, das müssen wir auch irgendwann mal annehmen. Okay. Dann gehen wir hier mal raus und schauen mal kurz im Tag. Da noch 23 Tage. Vessels, da haben wir jetzt nur Reconditioning Launchpad. Und da würde ich tatsächlich jetzt erstmal in die Fahrzeugfabrik gehen und mal ganz kurz auschecken wegen jetzt dieser Engine. Weil wenn ich die schon habe, dann sollte ich die natürlich auch nutzen. Weil das schon ein ganz schöner Brocken ist. Wir können die hier jetzt im Prinzip erst nochmal einen Auftrag geben. Muss eigentlich nur die Sounding Payload eingesetzt werden. Und wir könnten dafür den ganzen Spaß hier wegmachen. Wobei, ich würde gerne so eine Kapsel mit dabei haben, ne? Aber die wird es wieder zerropfen. Also so rein vom Prinzip hat das nicht wirklich einen Sinn. Mir reißt es ja immer alles ab, von hier ab aufwärts da. Beziehungsweise sogar von hier ab. Die Avionics wird ja sogar auch meistens mit abgerissen. Naja, jetzt gehen wir hier erstmal gucken. Die hier. Das ist die kleinere Version davon. Welche nutze ich denn gerade die ganze Zeit immer? Da können wir mal gucken. Da haben wir die LR43. Das ist die hier mit 617. Die hatte zum Beispiel schon 642. Ne? Also das ist schon was anderes. Und die ist natürlich absoluter Overkill. Aber ich glaube tatsächlich... Wie lange hast du denn Burntime? 340 Sekunden. Ja, gut. Ich baue um. Scheiß drauf. Wir löschen das Ding komplett. Es ist ja abgespeichert. Hier oben, Datenmark 2. Und wir setzen ein komplett neues Fahrzeug mal. Ah, wir müssen mal eine komplett neue bauen. Und das wird dann die Horizon. Der Horizont. Die Horizont. Oh, scheiße. Horizont 1. MK1. Speichern. Gut, aber wie die Horizont 1 MK1 zum Schluss aussehen wird, werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, lasst mir natürlich gerne ein Abo da, freut mich immer wieder. Und ein Kommentar finde ich eigentlich auch immer ganz nice. Und dann kann ich da auch drauf eingehen. Ich würde sagen, damit habe ich alles gesagt. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!